Hey, meine Rabauken, in der heutigen Episode können wir alles craften. Mit dabei Thorsten Malinsky. Moinski! Das klingt jetzt auf den ersten Blick, ja, mal, das klingt auf den ersten Blick vielleicht jetzt ein bisschen low, von wegen ja alles craften. Natürlich kann man alles craften. Nee, wir können wirklich alles craften. Ich zeige euch, was das bedeutet. Wenn wir jetzt beispielsweise diesen Baum abbauen, dann brauchen wir 3 Stämme. Dann können wir mit diesen 3 Stämmen verschiedenste Schwerter machen. Man könnte natürlich ein ganz einfaches Holzschwert machen, aber ich zeige euch mal, was wir jetzt nämlich machen. Wir machen jetzt hier nämlich 2 Sticks und wir machen ein Stammschwert. Wieder hier. Ich habe Holzstammschwert. Aber es geht noch viel cooler. Warte, wir brauchen erstmal eine Axt. Ihr seht, wir haben hier 897 verschiedene Seiten. Ich zeige euch nur mal, was es für nur Schwerter. Es gibt aber noch viel mehr. Passt auf, Schwerter hier. Ist hier direkt das Bedrock-Schwert. 100 Damage. Ach du heilige Güte. Hier. Das sind alle Schwerter. Jetzt sind wir durch. Alter Schwede. Und das sind nur die Schwerter. Es gibt noch alle Rüstungen. Es gibt Stufen. Es gibt Eimer. Es gibt Angeln. Es gibt Glasscheiben. Es gibt Blöcke. Man kann beispielsweise, pass mal auf, erst erstmal eine Axt machen. Wir bauen Holz hier. We need a whole wood over here. We need auch some likes, Leute. Es wäre schön, wenn ihr die... Weil wirklich, diese Mod, weil die ist auch, die ist übelst verbuggt. Ich habe mehrere Tage gebraucht, die zum Laufen zu kriegen. Es war übelster Krampf. Elina ist mein Zeuge in der Vorproduktion Weihnachten. Nix hat hingehauen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung abgibt, weil ich habe sie jetzt wirklich endlich zum Laufen gebracht, Leute. So, ich mach mal eine... Ich brauche mal... Was machen wir? Wir machen... eine Clean Stone Axt. Denkst du, die ist stark? Ja, würde ich safe machen. Meinst du? Eine Kohleachs? Nee, lass mal eine Kohleachs machen. Das ist doch klüger, oder? Ja, stimmt. Cleanstone haben wir Okay. Eine Werkbank-Axt? Warte, ich mache eine Werkbank-Spitzhacke. Das ist eine Schere. Ich kann eine Holzschere machen, aber die ist erstmal nicht interessant. Hast du ein bisschen Holz? Oh, ich habe einen Dia gefunden. Alter, ich habe übrigens OPs dafür gefunden. So, ich mache jetzt mal eine Werkbank-Spitzhacke. Mal sehen, ob das geht. Ich habe eine Werkbank-Spitzhacke. Sag mal, lol. Okay, wie gut ist die? Hä, ist die gut? Nee, ist Holzlevel. Ist nicht so gut. Automatisches Springen, ich hab's direkt gemerkt. Dann upgraden wir mal zu einer Kohlespitzhacke, würde ich sagen. Haben wir ja jetzt auch. So, zack, zack. Ah ja, Kohle. Hat die gleichen Werte. Ist die genauso schlecht oder ist die besser? Okay, die ist ein bisschen besser, denke ich. Ja, die ist besser. Okay, was machen wir noch, Elina? Sand. Was wäre es mit einer Sandaxt? Ja. Das klingt gut, wenn die uns nicht auseinanderfällt. Haben wir ja hier schon... kann wirklich ein Problem werden. Sandaxt. Ist die gut? Warte, müssen wir mal vergleichen mit einer Holzaxt. Holz hat... Die ist übel schwach, hä? Mega schwach. Hier, guck mal, ich gebe dir mal einen Crit. Halbes. Ja, nix. Ich habe eine Granitspitzhacke mir gemacht. Ist die gut? Oh, die ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Wassereimer. Irgendwie. Das ist auch cool, oder? Ja. Warte mal. Aber wie funktioniert das mit den Steinen? Mit den Blöcken? Man kann ja auch Blöcke machen. Ich habe jetzt 9 Bruchsteine. Kann ich jetzt aus 9 Bruchsteinen einen Bruchsteinblock machen? Nee, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Aber guck mal, wir könnten... Ja, okay. Ist jetzt normales Minecraft-Feature. Ist natürlich jetzt nicht so interessant. Aber wir können beispielsweise das hier machen. Aha. Eine Bruchstein-Brustplatte. Sieht eher aus wie Diorit oder so, ne? Aber man kann auch... Wartet mal. Jetzt wird's nämlich... Oh, Lina, hier ist übelst der OP-Loot. Guck da mal. Kannst du beides nehmen? Ich hab das schon. Ich kann endlich das machen, Schmelzofen, was ich mir immer als Minecrafter gewünscht hab. Was denn, Lina? Eine Holzausrüstung. Ja, hey, aber hier ist doch Eisen, die haben doch Eisen. Oder willst du Holz unbedingt? Ey, nimm die Armor Stands mit, wir können Safe Armor Stand Rüstung auch machen. Ja, aber so viele Armor Stands bekommen wir auch nicht. Wir können ein Schwert machen oder so. Oh ja, ein Armor Stand Schwert, ey, wenn das geht. Das muss ja OP sein eigentlich. Das geht! Ich habe ein Armor Stand Schwert. Hä? Das ist übel selten. Das ist so selten, was es überhaupt gibt. Ich glaube, wir können uns auch ein Diamantschild machen. Geht das so? Nee. Wie gehen Schilder? Ah, okay, lass mal. Gott, das alles gibt, ey. Was nehmen wir? Kürbisschild. Ah, okay, das Eisen bleibt und die anderen verändern sich. I understand. Okay. Aber Nina, ein was weißt du ja noch gar nicht. Ein was? Ein was weißt du noch nicht. Du kannst nämlich jetzt auch aus Items, kannst du genauso auch Sachen craften. Du musst nicht Blöcke nehmen. Ja, ich habe doch schon das Fackelschwert gemacht. Ach ja, stimmt. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel eine Hose... Aus Steinschwertern. So, es reicht für die Hose, reicht es nicht, aber für Steinschwertschuhe. Ich habe Steinschwertschuhe. Ich sehe übel ugly aus. Oh Mann. Ich mache mir einen Lachshelm.
Bumm. Okay, wir müssen aber jetzt hier mal irgendwie vorankommen, Lina. Wir müssen mal los. Na gut. Boah, die Sandaxt ist das Schlechteste, was ich mir an dem je gesehen habe. Wow. Emerald-Schwert, Lucky-Block-Zeiten. Emerald-Schwert, meinst du? Ja. Okay, ich guck mal, wie gut das ist. 5-1-6. Nicht gut, Idina, nicht gut. Vielleicht eine Axt? Axt hat 6-0-8. Spitzhacke, ich sehe uns da eher bei der Spitzhacke, Idina. Okay. So, ich habe jetzt eine... Ja, die ist gut, die ist gut, die ist gut. Die ist sehr gut. Wassereimer, Schuhe würde ich uns auch noch... Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Axt. Ich kann ja gefühlt gar keine Blöcke damit abbauen. Da hinten ist der Eisenatze. Ja, aber der bringt uns ja nicht genug. Wir brauchen ja mehrere Eimer. Lass mal eine Höhe... Oh, Pumpkins? Pumpkin gibt's auch. Hier hat jetzt endlich mal jedes Item auch einen Sinn. Ich mache eine Kürbishose. Junge, ich habe eine Kürbishose gemacht. Guck mal. Yo. Farbenfroh. Was hast du denn da für ein Schwert? Ach, Fackel, ne? Hilft der Kürbishelm vielleicht vor Endermännern? Der sieht wild. Oh, kann sein. Wir müssen irgendwie an Bedrock rankommen. Aber dazu brauchen wir überhaupt erstmal was, was Bedrock abbauen kann. Endportal-Frame. Wie sollen wir daran denn kommen, ey? Ein Endportal-Rahmen. Eisen, jawohl. Emerald-Spitzhacke. Meinst du, mit Emerald können wir Bedrock abbauen? Lass mal testen. Das muss irgendwas Besonderes sein. Ist Emerald-Spitzhacke ist ja wohl besonders. Ja, na klar, aber puh. Die baut schon sehr schnell, aber ich würde sagen, das Dia-Level. Zum Glück habe ich den Schmelzofen mitgenommen. Können wir das Eisen doppelt so schnell böhnen. Kann ich ein Schwert aus Betten machen? Puh, blaues Bettschwert. Aber es ist nicht sonderlich stark. Aber es, nee, wir müssen die Betten behalten. Wir brauchen Spawnpunkt, ey. Können wir sicherheitshalber auch mal legen. Zack. Jetzt haben wir ein Eisen, jetzt sollten wir eigentlich ein Schild machen. Können wir das mal ein Steinschild machen? Das sieht nice aus. Das passt zeig doch, mal. Leute. Oh, Leute, das sieht so cool aus. Ey, wir sind doch hier in einer Mine. Das heißt, wir sollten ja problemlos Fäden finden. Denn es gibt auch jeden Bogen. Ich hab zwei Fäden. Perfekt, drei, perfekt. Vier. Da kannst du ja einen Bogen schon mal machen. Was haben wir? Einen Brotbogen oder so. Brotbogen? Ja, ja. Okay, ich probiere mal. Ja, geht das? Weiß ich nicht. Ich mache mir, es muss ja auch alles passen, einen Cobblestone-Bogen. Es gibt den Brotbogen. Ich habe einen Cobblestone-Bogen. Aber wir haben leider keine Pfeile. Nee. Oha. Oder? Kann ich den essen? Nee. So, dann lass mal alles mitnehmen. Oh, ich bin nach wie vor heiß auf Bedrock, Elina. Ich bin auf Bedrock-Level. Ja, ich probiere einfach mal. Ja, warte, ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier runterfalle. Oh, das könnte ein bisschen dauern. Ja, ich probiere. Soll ich mal probieren? Mit Smaragd-Spitzhacke? Da tut sich gar nichts, Elina. Scheiße. Okay, warte mal. Vielleicht brauchen wir eine bessere. Das würde ja Sinn machen. Ich guck mal kurz nach, was es noch für bessere Spitzhacken gibt. Oh, die Rüstung sieht ja übel. Alter, das Schild. Uff. Okay, warte. Wir suchen die Spitzhacke. Die Spitzhacke hat 4 Schaden. Das heißt, wir suchen eine Spitzhacke, die mehr als 4 Schaden hat. Die Diamond Pickaxe. Aber die sieht auch anders aus. Redstone Block Spitzhacke. Iron Ore Pickaxe können wir mal machen. Die beste Spitzhacke ist die Netherite Block Pickaxe. Da wird die aber natürlich, also Bedrock ist am besten, aber davor kommt Netherite Block, da wird die jetzt aber nicht haben. Was aber auch noch eine sehr gute Spitzhacke ist, habe ich gerade entdeckt, ist Eisenerz. Eisenerz. Das ist doch normal. Ah, nee, Eisenerz, da brauchen wir Behutsamkeit, Edina. Das kann man da gar nicht ran. Ich dachte, dieses Roheisen. Nee, Roheisen ist richtig, richtig Kackspitzhacke, ey. Als krönendes Finale werden wir jetzt den ultimativen Test machen. Welche Rüstung ist besser? Bedrock? Das ist hier die komplette, volle Bedrock-Ausrüstung mit einem Bogen, Schild, Axt, Schwert, volle Rüstung oder Command Block. Das Schild sieht übel cool aus, Alter. Wer welche Rüstung wählen darf, entscheidet der Zufall, Lina. Ich würde dich bitten, einmal den Le Bouton zu drücken und dann... Okay, ich mache hier Platz frei für das Glück. Ich guck genau. Command Block. Oh, Mist, ich wollte eigentlich Bedrock. Aber egal. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt hier mal alles. Wir nehmen auf jeden Fall das Schwert. Ja, die ganzen, was wir alles gecraftet haben, das können wir jetzt alles erstmal in die Kiste parken. Das brauchen wir ja alles nicht mehr, Leute. Wir haben jetzt die OP-Rüstung. Zack, zack, zack. Wo sind meine Schuhe? Die Schuhe? Bedrock-Schuhe? Oh, Alter, ist die OP, die Rüstung. Alter. Okay, wir haben Bogen, Axt, Schwert. Schild. Das Schild müssen wir mal jetzt kommen, das Schild. Oh, Alter. Oh, du siehst aber auch cool aus, Elina. Ja, dein Schild sieht halt farmibel nice aus. Herr Elina, dein Command-Block ist nicht mehr in der Mitte. Ich habe auch mein Granitschwert gerade. Ja, ich weiß. Du hast die China-Version, Elina, davon, glaube ich. Ja, mein Gott. Geht doch. Wir haben ein Leben. Auf die Plätze. Wartet, Leute. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert auch den Kanal. Wichtig, um zum Jahreswechsel auf jeden Fall auf Team Bensons Seite zu stehen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und let's go. Ja, bist du ready? Bin ready. Du hast auch 32 Pfeile. Der Bedrock-Bogen könnte strong sein.
Okay, der ist heftig. Also, Was? Warum ist der so stark, Alter, hä? Was? Macht das meiner auch? Schieß mich mal, Pelina. Okay, wir kämpfen nochmal ohne Bogen jetzt. Warte, schieß mal nochmal mit dem Bogen jetzt. Ich hab, Aha. Ah, der kam sogar zurück so weit. Echt jetzt? Ja, der kam mach nochmal, hab ich nicht gesehen. Warte, also bei mir sah das komisch aus. Oh ja, das ist ehrlich komisch. Ich sehe das. Ja, stopp jetzt bitte. Okay, Attacke. Ja, das ist man wahrscheinlich auch One-Hit. Wie kann es sein, dass ich One-Hit bin? Ich hab 200 Rüstung. 200. Oha. Karabba. Was, du läufst? Was? Boom, ich hatte 2 Herzen noch. Alter. Ich will unbedingt noch den Bogen gegen den Enderdrachen ausprobieren. Aber ich habe hier Enderaugen, passt auf. Oh, die Rüstung sieht übelst geil aus. Guck dir das mal an, Nina. Mit der Bedrock-Rüstung sieht die richtig cool aus. Ich mache noch eine Spitzhacke. Enderaugen-Spitzhacke. Dann Abfahrt, Nina, let's go. Mal sehen, ob wir ihn one-hitten. Was hat mir geleckt? Oha, er fast mit. Oha, er fällt nicht. Oha, oh. Ich kann das doch auch reden. Ja, tust du mal so, als ob das was Neues wäre. Ich hype dich immer ab. Danke. Hey, man sieht den gar nicht fliegen, kann das sein? Oh. Ja, ich habe ihn one-hit gekillt. Ja, ich weiß. Nice. Tschüss. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Flankt den Like und den Abo-Button. Bis morgen, euer Benson. Ciao.